Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil meiner Videoreihe zum Bau eines Vierzylinder-Druckluftmotors. Wie ich schon angekündigt habe, möchte ich euch in diesem Video jetzt die zur Herstellung des Motors notwendigen Werkzeugmaschinen vorstellen. Und was ihr hier in dieser kleinen Werkstatt seht, ist natürlich zunächst mal eine Dreh- und Fräsmaschine. Es handelt sich hier um eine Kombimaschine der Firma Bernardo, wird dort als Bearbeitungszentrum bezeichnet, besteht also im Wesentlichen aus einer Drehmaschine und einem Fräsaufsatz. Mit dieser Maschine können Dreharbeiten, Bohrarbeiten, Fräsarbeiten, Gewindeschneidarbeiten ausgeführt werden. Und ich möchte euch jetzt kurz diese Maschine zunächst mal etwas detaillierter zeigen. Es handelt sich also wie gesagt um eine Bernardo-Maschine, bestehend aus der Drehmaschine, das ist das Modell 550 LZ, weil diese Maschine, und das ist bei der Größe dieser Maschine relativ ungewöhnlich, eine sogenannte Zugspindel, das ist die untere Spindel, und eine Leitspindel zum Gewindeschneiden, das ist die obere Spindel, hat. Deshalb also die Bezeichnung LZ. Eine solche Kombimaschine hat natürlich im Vergleich zu zwei separaten Maschinen schon gewisse Nachteile, aber aus Platzgründen ist es natürlich ganz praktisch und es gibt allerdings auch durchaus Vorteile. Nachteile sind, dass der Planschlitten gleichzeitig als Frästisch dient, das heißt, für Fräsarbeiten muss der Obersupport entfernt werden. Das geht zwar relativ schnell, aber trotzdem ist es eben Umrüstarbeit, die bei einer separaten Fräse so nicht notwendig ist. Und wenn man dann wieder auf Drehen wechselt, muss eben der Obersupport wieder montiert werden und je nachdem, was gedreht werden soll, eventuell sogar ausgerichtet werden. Vorteil aus meiner Sicht ist, dass man dadurch, dass der Bettschlitten hier verwendet wird für Fräsarbeiten, einen automatischen Vorschub hat in Längs- und Planrichtung, was bei einer separaten Fräse in der Größenordnung standardmäßig meistens nicht vorhanden ist. Mit dieser Drehmaschine werden also wesentliche Teile des Motors oder sollen wesentliche Teile des Motors hergestellt werden, also zum Beispiel die Steuerwelle oder die Kolben oder die Kurbelwangen, das Schwungrad und so weiter. Also alle Drehteile werden hier mit der Drehmaschine hergestellt und Teile wie Zylinderblock, Zylinderkopf, Grundplatte etc. natürlich dann mit der Fräsmaschine. Ich kann die Maschine kurz anschalten. Dazu muss ich zunächst mal hier den Deckel schließen, weil da ein Kontakt drin ist, ansonsten geht die Maschine nicht. Und es wäre also die Drehmaschine in Betrieb mit dem entsprechenden jetzt Längsvorschub gewählt. Und das gleiche mit der Fräsmaschine, wo hier das Bedienpult ist. Und auch hier ist die Drehzahl stufenlos regulierbar. Und es ist kein Fräser eingespannt, deswegen sieht man hier nur den Don. Aber ich denke, das kann man sich vorstellen. Also das ist jetzt erstmal die wichtigste Maschine beim Bau des Motors. Für grobe Ablängen oder Schnittarbeiten gibt es dann hier noch eine Bandsäge. Die ist natürlich sinnvoll, wenn man grob zum Beispiel die Graugussblöcke zurechtschneiden will. Eventuell auch als Ersatz als Alternative zum Abstechen der Rundteile. Das muss ich noch sehen, ob ich die Rundteile, also zum Beispiel diese 8 Kurbelwangen, ob ich die
absteche oder ob ich die absäge und dann entsprechend auf Maß nachdrehe. Das wäre die zweite Maschine, die wichtig ist. Bohrarbeiten, wie gesagt, kann natürlich hier mit der Fräse gemacht werden. Alternativ dazu wäre hier noch eine Tischbohrmaschine. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich die Fräsarbeiten mit der die Bohrarbeiten mit der Fräse hier mache. Ja, dann natürlich die entsprechenden Werkzeuge dazu, Dreh, Meißel, verschiedene Fingerfräser, Schaftfräser, Walzenfräser sind natürlich notwendig, Gewindebohrer und so weiter. Und wenn es dann an die Bearbeitung geht, dann gibt es auch weitere Videos, vielleicht dann auch zu einzelnen Bearbeitungsschritten. Soweit erstmal vielen Dank für euer Interesse an diesem fünften Teil. Weitere Teile folgen. Insofern bleibt gespannt, abonniert den Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und erlebt mit, ob der Motor irgendwann läuft oder vielleicht auch nicht. Das wird sich zeigen. Vielen Dank und tschüss, euer Ralf.